Z'Brunnen im Kanton Schweiz war es gestern wieder ganz international. Bei «Brunnen kocht» kann man die verschiedensten Köstlichkeiten der Welt probieren. Ein Stand in Brunnen, der ist besonders beliebt, der von Alois Kessler und seiner Familie. Sie kochen dort laotisch und wollen so den Leuten nicht nur etwas Feines zu essen machen, sondern ihnen auch Laos näher bringen. Laos, das ist ein Land in Südostasien, gerade neben Thailand und Vietnam. Wir zeigen Ihnen seit dem Donnerstag, wie das Leben in Laos ist. Alois Kessler unterstützt mit verschiedenen Hilfsprojekten die Bevölkerung von Laos. Raffaella Reichlin hat Alois Kessler gestern bei «Brunnen kocht» begleitet. Schon zum vierten Mal ist Alois Kessler mit seiner ganzen Familie mit einem Laos-Essensstand am Kulinarik-Festival «Brunnen kocht» mit dabei. Das heisst auch immer ganz viel Arbeit. Also erstens mal brauchen wir etwa 90 Kilo frisches Bullefleisch aus der Schweiz. Dann brauchen wir zwischen 50 und 60 Kilo Reis, und zwar asiatischer Reis. Dann brauchen wir etwa 20 Kilo Rüebli. Dann brauchen wir 10 Kilo Knoblauch und Zwiebeln. Dann brauchen wir Zitronengras. Da ist das Fleisch drin und da ist das Bier drin, sodass wir nachher immer frisches Bier, kaltes Bier haben und das Fleisch auch immer gut gelagert ist. Das Problem ist höchstens, wie komme ich denn mit dem Mägeli durch das Volk durch? Das ist der grösste Krampf. Entschuldigung. Oh, komme ich da durch? Ja, da komme ich glaube ich gar nicht durch. Am Brunnen kocht hilft Alig die ganze Familie von Alois Kessler mit. Seine Ehefrau Elsie, beide Söhne, der Matthias und der Thomas und Tochter Alexandra stehen hinter dem Stand und packen kräftig mit an. Eigentlich ist es immer das gleiche Erlebnis, und zwar, dass wildfremde Leute, die uns oder Laos nicht kennen, sagen, dass es das beste Essen ist, im ganzen Brunnen kocht, und etwa 4-5 Mal können wir holen. Das ist für mich das schönste Erlebnis. An diesem Event kann Alois Kessler Laos auch den Schweizer näher bringen. Und das funktioniert sehr gut. Der ganze Reingewinn, den wir hier machen, der kommt auch beim Vereinsgut. Und da kann ich wieder etwas investieren. Darum kommt vielleicht der eine oder andere noch einmal zu uns und sagt, es ist ja für einen guten Zweck. Und wenn man ein Bierchen zwei zu viel hat, ist es immer noch für einen guten Zweck. Da hat mich eine Frau, die ich nicht kennt, angehauen, hat mich angesprochen auf die Sendereihe vom Tele 1, hat gesagt, Herr Kessler, ich finde das super, was Sie machen. Hat das Täschchen aufgetan und mir 50 Franken gegeben. Es hat mich wirklich fast mögen. Auch für die OK-Präsidentin vom Brunnen kocht, Nadia von Neu, ist es eine Bereicherung, dass es den Laos-Stand schon zum vierten Mal da gibt. Sehr ein etablierter Stand. Wir haben sehr Freude, wenn er immer wieder kommt. Sie hat viele Leute da. Ja, und es gibt wirklich Leute, die nur wegen dem laotischen Essen kommen. Trotz einem grossen Krampf wollte ich wissen, ob sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Jedes Mal sagen wir alle, nein, das nächste Mal nicht mehr. Nein, das nehmen wir nicht mehr auf uns. Und auch wenn es dann wieder näher ankommt und dann auch jeder sagt, ja komm mal, und wenn alle zusammen. Und ja, wahrscheinlich, ich weiss es jetzt wirklich noch nicht. Wenn ich die Freude sehe von diesen Leuten, die zu uns kommen, die mit mir mit über Laos unterhalten, dann weiss ich nicht, ob ich es gleich noch einmal mache. Es gibt ja ein schönes Wort, sag niemals nie. Laos ist für Alois Kessler definitiv ein Herzensprojekt. Wenn er am Ende des Tages wieder einiges Geld zusammengebracht hat, macht ihn das glücklich, weil es ist noch einiges geplant. Anstehen tut sicher eine Wiederholung von dem Footballis Moor-Projekt mit 40 Neuen. Das wird vermutlich im nächsten Jahr stattfinden. Dann ist auch angedacht, dass wir eventuell in einem Jahr darauf in den Norden von Laos gehen und nochmal ein Jahr darauf in den Süden. Weil wir haben festgestellt, die Nachhaltigkeit ist enorm gross und das macht Sinn. In unserer vierteiligen Serie über Laos haben wir Alois Kessler aus Brunnen besser kennengelernt. Er hat uns gezeigt, was er mit seinem Hilfsprojekt in Laos schon alles erreicht hat. Und wie er vor über 10 Jahren mit einer kleinen Idee gestartet hat, die dann immer grösser geworden ist. Gerade auch durch den Fußball kann er die Laoten erreichen, weil das ist etwas, das ihre grosse Leidenschaft ist.
Der Alois Kessler hat daran geglaubt, dass er etwas bewirken kann. Er hat für Laos gekämpft und das erfolgreich. Und damit ist noch lange nicht fertig. Für Laos wünsche ich, dass sie grundsätzlich so bleiben, wie sie sind. Vielleicht mit der Möglichkeit, dass man ihnen zwei, drei Sachen mitgeben kann, die ihren Lebensstandard ein bisschen heben. Aber das wäre jetzt völlig falsch und das wünsche ich ja nicht, dass die Laoter so werden wie wir Schweizer. Es wäre vielleicht besser, wir Schweizer würden so wie die Laoter. Ja, wir haben in den letzten Tagen eindrückliche Bilder und Geschichten aus Laos und aus Brunnen gehört. Wenn Sie das nachschauen wollen, können Sie das machen bei uns auf der Homepage unter www.tele1.ch.